Argon Audio wissen, was sie tun, wenn es um gut aussehende, günstige und einfach nutzbare Lautsprechersysteme geht, in die man sich auch ein bisschen verknallen kann. Das hier ist der nächste Sprössling der bereits bekannten Forte-Serie, die Forte Wi-Fi. Folgen Sie dem Hype Ihres Modellgeschwisters und sind Sie den Aufpreis wert? Bleibt dran und wir finden es gemeinsam raus. Anstatt zu fragen, was neu ist, sage ich erstmal, was nicht neu ist. Der Klang der Forte-Serie bleibt dem Versprechen für erstaunlich guten Klang für Größe und Preis treu. Als Aktivlautsprecher ist schon alles im Set vorhanden. So ist die Verstärkereinheit in einem der Lautsprecher untergebracht, ebenso alle Anschlüsse. Die beiden Lautsprecher verbindet ein kleines Kabel. Die grundlegende Optik und das Design bleiben ebenso gleich wie bei der normalen Forte-Serie. Jedoch bekommen die Kompaktlautsprecher ein cooles neues Finish in Blau, sowie alle Modelle ein richtig edel anmutendes Echtholz-Walnussfurnier spendiert. Auch neu und namensgebend für die Wi-Fi-Serie ist ein Streaming-Modul auf WLAN-Basis, das alle relevanten Standards rund um Chromecast, Spotify Connect und AirPlay 2 unterstützt. Ob Android oder Apple und egal welcher Streamingdienst, alles ist drin. Nice. Wie heißt es so schön? Never change a running system. Daher bleibt, wie gerade erwähnt, die guten Sachen gleich, nämlich Design, Klang und Anschlüsse. Für alle, die die Forte vielleicht noch nicht kennen, erstmal eine kleine Übersicht. Die Forte A4 Wi-Fi haben einen 4 Zöller und eignen sich super für kleine Räume oder zum Beispiel Schreibtischsysteme. Dort bringen sie angenehm dynamischen und für die Größe kräftigen Klang mit. Die Forte A5 Wi-Fi haben einen, na ratet mal, 5 Zöller und eignen sich daher für größere Räume und verstehen sich als Ersatz für klassische Kompaktanlagen. Der Sprung in der Größe tut Wunder, denn die Klangfülle und der Punch steigern sich mehr, als man es erwartet. Die Forte A55 Wi-Fi kommen zwar nicht mit einem 55 Zöller, auch wenn das definitiv spannend wäre, sondern als Standlautsprecher mit 2,5 Zöller. Diese eignen sich daher auch für große Räume und machen trotz ihrer vergleichsweise kompakten Abmaße richtig viel Pegel und Spaß. Partylautsprecher? Ich sag mal ja. Lautsprecher für intimen Jazz und Klassik? Ebenso ja. Den Klang kann man ohne Probleme als erstaunlich gut in dem Preisbereich beschreiben. Mit einem weitestgehend ausgeglichenen Klangbild. Gerade im Vergleich zu klassischen Verstärker-Lautsprecher-Kombos ist man sogar wahrscheinlich günstiger. Der leicht angehobene Bassbereich und die klar aufgelösten Höhen weichen vielleicht vom Studio-Idealklang ab, machen aber bei jedem Genre und bei jeder Lautstärke einfach Spaß. Entsprechend der vorhin angesprochenen Größen lassen sich die Lautsprecher für verschiedene Raumgrößen und Einsatzorte nutzen. Auch wenn dies streamingfähige Aktivlautsprecher sind, muss man nicht auf die Funktionalität klassischer HiFi-Anlagen verzichten. Ganz im Gegenteil. Alle Modelle haben einen analogen Anschluss, einen Phono-Anschluss für Plattenspieler, einen optischen Anschluss für digitale Quellen sowie einen HDMI-ARC-Anschluss für TVs. Wieso diese Lautsprecher am TV nutzen? Wir versprechen dir, sie klingen viel besser als gleichpreisige Soundbars. Wer ein wenig mehr Bass braucht, egal bei welchem Modell, kann über den Subwoofer-Ausgang noch einen Subwoofer anschließen. Die Malmö-Serie von Argon Audio eignet sich dafür perfekt. Neben den besagten Streaming-Features gibt es auch noch Bluetooth für alle Fälle sowie DTS Playfile. Dies ist ein Multiroom-Streaming-App mit noch vielen weiteren Funktionen. Viele weitere Geräte, unter anderem auch Philips TVs, nutzen diese Plattform. Details sparen wir uns erstmal für ein separates Video, da die DTS Playfile-App den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Für alle, die die Forte schon kannten, das schnelle Fazit. Ja, endlich gibt es die Forte mit integriertem Streaming. Für alle anderen heißt das, schön designte Lautsprecher, die quasi alles können, mit einem Klang, der in diesem Preisbereich seine Konkurrenz sucht. Gerade für Einsteiger, die gehobene Ansprüche an Klang, Verarbeitung und Funktion haben, bieten diese Lautsprecher den Klang einer HiFi-Anlage mit der Bedienung und dem Preis von edlen Streaming-Lautsprechern. Ebenso eignen sie sich wunderbar als Zweitanlage für HiFi-Fans, die auf nichts verzichten wollen oder als hochpotente Soundbar-Alternative. Wenn man vielleicht schon einen guten Verstärker bzw. HiFi-Kette hat, die alles kann, was man braucht, sind Aktivlautsprecher vielleicht nicht das Richtige. Dort eignen sich die Argon Audio Forus vielleicht besser. Diese Passivlautsprecher im klassischeren Design gibt es in vergleichbaren Größen plus zusätzlich zwei Wandlautsprechermodellen und einem Center-Lautsprecher. Klanglich sind diese ähnlich abgestimmt, können aber mit wertigen Verstärkern noch einiges an Klangreserven hervorbringen. Solltest du vielleicht schon einen Streamer besitzen oder viele externe Quellen nutzen, reichen natürlich auch die klassischen Forte-Lautsprecher. Egal für was du dich entscheidest, komm am besten in deinen nächsten HiFi-Club-Store und hör es dir selbst an. Bis dann!